Seid gegrüßt, Freunde des Mittelalters. Heute zeige ich euch, wie man eine Geldkatze macht. So, Freunde, wir springen heute mal direkt in den Zuschnitt bzw. die Erstellung des Schnittmusters. Bei der Geldkatze handelt es sich um ein Accessoire, das von Beginn des Hochmittelalters bis weit in die Renaissance hinein das Portemonnaie der feineren Gesellschaft gewesen ist. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Münzfächern, die durch einen schlauchartigen Hals miteinander verbunden werden. Durch einen Schlitz in diesem Schlauch kann man in die einzelnen Geldbeutel hineingreifen und sich seine Münzen wieder rausangeln. Und da man in der feineren Gesellschaft natürlich darauf bedacht war, aufzufallen und auch ein bisschen zu protzen mit seinem Geld, waren diese Geldkatzen meistens zweifarbig ausgeführt und hatten vor jedem Beutel einen Metallschieber, der den Beutel verschlossen hat. Auch die waren meistens ziemlich auffällig und verziert ausgeführt. Ich persönlich stehe auf Symmetrie, kann aber Symmetrie unheimlich schlecht zeichnen. Deshalb entwerfe ich mir immer erstmal ein Raster bzw. eine geometrische Form mit geraden Linien und entwickle daraus dann meine Rundungen. Außerdem reiße ich nur grob beide Seiten der Geldkatze auf, stelle anschließend eine Seite fertig und falte dann aber mein Schnittmuster, sodass ich es parallel ausschneide und damit zwei exakt gleiche Seiten erhalte. Und sobald wir damit fertig sind, kann der Zuschnitt der beiden Lederteile beginnen. Wenn dann die beiden Lederteile fertig sind, werden sie links auf links aufeinander gelegt. Es werden Löcher vorgestochen in einem nicht zu großen Abstand. Und dann können beide Teile mit einer Sattlernaht links auf links nach wie vor vernäht werden. Später werden wir den Beutel umkrempeln, um zu erreichen, dass man die Naht nicht mehr sieht. Man könnte das auch mit einer Nähmaschine machen, gerade wenn ihr dünnes Leder verwendet, was ihr für diese Geldkatze auf jeden Fall tun solltet. Mir war aber heute mal nach richtig guter alter Handarbeit.
Ups. Nun, unsere Geldkatze ist damit fertig, aber vielleicht ist euch was aufgefallen, wenn man hier drin rumwühlt und sich die Münzen rausschüttelt und anschließend wieder zuzieht und den Beutel zusammenklappt, wölben sich hier die Seitenteile ein bisschen nach außen. Der Grund dafür ist folgender, das wurde mir auch selber auch erst jetzt klar. Normalerweise sind meine Geldkatzenhälse, also dieses dünne Stück hier in der Mitte, etwas breiter. Das liegt daran, dass ich bisher andere Verschlussstücke verwendet habe. Und tatsächlich sind diese anderen Verschlussstücke etwas breiter als die, die ich jetzt neu gekauft habe. Es handelt sich bei diesen Teilen übrigens um Metallbügel, die ihr in diversen Online-Shops als Gürtelschnallen findet. Beziehungsweise unter der Rubrik Gürtelschnallen. Vom Prinzip her gibt es die in unterschiedlichen Mustern, aber wie sich jetzt zeigt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr hier eine Breite von mindestens 40 mm habt. Denn bei dieser Geldkatze hier funktioniert das System einwandfrei. Da wölbt sich auch nichts, wenn wir das hinterher wieder zusammenklappen. Aber hier ist einfach zu wenig Futter nach der Naht, als dass sich das Ganze wirklich stabilisieren würde. Mit anderen Worten, diese Geldkatze kann ich so noch nicht lassen. Ich habe zwar eine Idee, wie ich das richten kann, und das werden wir jetzt auch gleich probieren. Aber zumindest seht ihr jetzt mal, dass auch bei mir nicht alles gleich auf Anhieb funktioniert. Das ist im Zweifel alles ein bisschen Try and Fail. Lasst euch davon nicht unterkriegen, und ich werde das auch nicht tun, sondern ich versuche jetzt mal, ob ich meine kleine Problematik hier lösen kann, indem ich hier in der Mitte noch eine dezente Naht draufsetze. Schauen wir mal, ob es klappt. Gesehen, die Geldkatze funktioniert. Wir haben den Fehler, der hier aufgetreten ist, tatsächlich durch die kleine Naht hier in der Mitte retten können. Die Seitenteile wölben sich beim Zusammenklappen nicht mehr nach außen, und man kann diese Geldkatze jetzt ganz normal über den Gürtel hängen. Es ist sichergestellt, dass man sein Geld nicht verliert. Man hat es dabei und man ist stilecht unterwegs. Damen, die ja häufig etwas dezentere Accessoires haben möchten, die werden sich über den schmaleren Hals vielleicht sogar freuen. Und naja, die haben wahrscheinlich auch nicht meine Wurstfinger und kommen daher besser an den Inhalt der Geldkatze wieder dran. Von mir war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, ihr kennt das. Freue mich, wenn ich euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Bis dahin, euer Mittelalter-Designer.